Als wir im Dezember über die Geheimpläne der Europäischen Union zur Privatisierung der Wasserversorgung berichteten, da konnten auch wir nicht ahnen, welche Welle wir damit lostreten. 1,3 Millionen Menschen in ganz Europa protestieren mittlerweile gegen die Pläne aus Brüssel. Es ist das erste große europaweite Volksbegehren. Davon schien sich sogar die EU-Kommission beeindrucken zu lassen. Man versprach nachzubessern und bekam dabei sogar Unterstützung von der CDU. Es könnte also eine tolle Erfolgsgeschichte der europäischen Demokratie sein, die Ihnen Jan Schmidt, Kim Otto und Nikolaus Steiner jetzt erzählen könnte. Aber leider ist es eine Geschichte, die sehr viel verrät über die Verlogenheit von Politik rund um ein Milliardengeschäft. Dabei geht es nicht um irgendwas, sondern um eines der wichtigsten Güter der Menschheit, um Wasser. Soll Wasser eine Ware werden, wie jede andere, ein Spekulationsobjekt? Und sollen künftig Großkonzerne über den Preis des Trinkwassers bestimmen? Einen Schritt in diese Richtung hat die EU gerade gemacht. Im Dezember berichtete Monitor darüber, dass die Europäische Kommission bei der Wasserversorgung eine Marktöffnung anstrebt, versteckt in einer Richtlinie. Ein Plan ganz im Sinne internationaler Großkonzerne. Das Medienecho ist gewaltig. In ganz Europa formieren sich Bürgerinitiativen gegen die Pläne. Initiativen wie Right to Water. Ja, guten Morgen, liebe Dortmunderinnen und Dortmunder. Hier können Sie sich aktiv in die EU-Politik einmischen. Andreas Kahlert sammelt Unterschriften für eine Petition gegen die Wasserprivatisierung. Das erste große Bürgerbegehren überhaupt in Europa. Mitte Februar haben bereits 1 Million Menschen unterschrieben. Sie wollen nicht, dass ihr Wasser an Private verkauft wird. In Deutschland ist die Wasserversorgung bisher fast komplett in öffentlicher Hand. Was befürchten Sie, was passiert sonst? Sonst befürchten wir, dass die Preise für die Bürgerinnen und Bürger nach oben gehen, dass die Qualität des Wassers leiden wird und dass die Nachhaltigkeit auch nicht mehr gewährleistet ist. Wohin die Privatisierung des Trinkwassers führen kann, haben Sie im portugiesischen Passos de Ferreira schon erlebt. Die Menschen, die wir hier treffen, sind empört. Die Konsequenzen der Privatisierung hier in Passos de Ferreira waren verheerend. Wir hatten 400% Preiserhöhung in wenigen Jahren und dann jedes Jahr nochmal 6% Preissteigerung. Das ist ein Desaster. Das befürchtet man auch in Karlsruhe. Bisher bestimmen hier Stadt und Bürger über das Wasser selbst. Statt Gewinne zu machen, werden die Einkünfte direkt in Leitungen und Rohre investiert. Wie viele Stadtwerke hat Karlsruhe eine private Minderheitsbeteiligung? Nach den EU-Plänen sollen sie gezwungen werden, die gesamte Wasserversorgung auszuschreiben. So will es die sogenannte Dienstleistungskonzessionsrichtlinie. Wir sind deshalb der Auffassung, dass die Trinkwasserversorgung aus der EU-Konzessionsvergaberichtlinie ausgenommen werden muss oder zumindest mit sehr weitreichenden Ausnahmeregelungen versehen werden muss, um die bewährte Struktur der deutschen Wasserversorgung zu erhalten. Seit die Bevölkerung aufbegehrt, fühlt sich auch die CDU berufen, gegen die Richtlinie vorzugehen. Auf dem Parteitag im Dezember lässt sich Angela Merkel feiern. Beklatscht wird auch ein Beschluss gegen die Wasserprivatisierung. Darin heißt es: Die CDU lehnt den von der EU-Kommission vorgelegten Richtlinienvorschlag grundlegend ab und fordert die Bundesregierung auf, das Vorhaben zu stoppen. Auch im Bundestag findet der zuständige Unionssprecher klare Worte. Es geht jetzt darum, dass wir diese Dienstleistungskonzessionsrichtlinie in Brüssel versuchen zu kippen oder wenigstens in den sensiblen Bereich der Wasserversorgung aus der Richtlinie nehmen. Im Bundestag sind sich also fast alle einig. Deshalb bringen die Grünen einen Antrag gegen die Wasserprivatisierung ein. Und damit eine fraktionsübergreifende Mehrheit erreicht werden kann, übernehmen sie exakt den Text aus dem CDU-Parteitagsbeschluss. Gibt es also eine breite Zustimmung? Im Gegenteil, der Antrag wird abgelehnt, weil nur 5 Unionsabgeordnete dafür, 212 aber mit der FDP dagegen stimmen. Warum? Wir lassen uns als Union beim Einsatz für das Lebensmittel Nummer 1, das Trinkwasser, von den Grünen in keiner Weise übertreffen. Aber wenn das Lebensmittel Wasser so wichtig ist, sollte man da nicht über Parteigrenzen mal hinwegspringen? Ja, ich denke, das sollten wir, das ist auch richtig. Warum haben Sie dem Antrag dann nicht zugestimmt? Und deshalb ist der richtige Platz
die deutsche Haltung umzusetzen, durchzusetzen, Brüssel. Also Brüssel. Und wie verhält sich die Bundesregierung nun in Brüssel? Im Ministerrat hätte sie das Projekt noch stoppen können. Aber sie hat für die Richtlinie gestimmt, völlig entgegen der markigen Worte der CDU auf ihrem Parteitag und im Bundestag. Und auch die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende scheint wenig von den Beschlüssen ihrer eigenen Partei zu halten. In einem Brief an die Gewerkschaft Verdi zur EU-Richtlinie schreibt Merkel, ohne das brisante Wort Wasser auch nur zu erwähnen: Den Vorstoß der Europäischen Kommission begrüße ich grundsätzlich. Damit wird für Kommunen und Unternehmen ein verlässlicher Rechtsrahmen geschaffen. Im Brief kein Wort davon, die Wasserversorgung aus der Richtlinie zu nehmen. Parteitagsbeschluss hin oder her. Verantwortlich in Brüssel, EU-Kommissar Michel Barnier. Nach den massiven Protesten lässt er mitteilen, er wolle nun Nachbesserungen an der Richtlinie vornehmen. Danach sollen Stadtwerke von der Ausschreibungspflicht ausgenommen werden, die mindestens 80% ihres Wasserumsatzes in der eigenen Kommune und maximal 20% im Umland machen. Die Presse jubelt, die Wasserprivatisierung sei vom Tisch, die Richtlinie gekippt. Aber stimmt das auch? Heide Rühle sitzt für die Grünen in dem EU-Ausschuss, der über die Richtlinie entschieden hat. Der Vorschlag von Barnier unterscheidet sich in der Substanz überhaupt nicht von dem, was bereits in der Richtlinie drinsteht. Damit will Barnier im Prinzip nur die Öffentlichkeit beruhigen. Das ist eine reine Nebelkerze, damit man nicht mehr sieht, worum es in Brüssel geht. Tatsächlich will diese Richtlinie den Markt öffnen und den Druck in Richtung Privatisierung verstärken. Auch Matthias Mayer, der Leiter der Karlsruher Wasserwerke, bestätigt, dass Barniers Nachbesserungen an der drohenden Privatisierung hier gar nichts ändern. Nun, der neueste Vorschlag von Herrn Barnier würde weiterhin bedeuten, dass wir die Trinkwasserkonzession der Stadt Karlsruhe ausschreiben müssten. Wenn dann international agierende Großkonzerne zum Zug kommen, dann besteht die Gefahr, dass die Qualität der Trinkwasserversorgung leidet und die Investitionen nicht zurück in die Anlagen der Trinkwasserversorgung kommen, sondern als Shareholder Value an die Großkonzerne münden. Der europäische Wassermarkt, ein Milliardengeschäft. Die neue Richtlinie, ein Geschenk für Großkonzerne, die seit Jahren auf die Marktöffnung warten. In vielen europäischen Städten sammeln Bürger weiter Stimmen gegen die Privatisierung ihres Wassers. Der Zulauf reißt nicht ab. Aktueller Stand von heute: 1.350.000 Unterschriften. Heute Abend teilte uns ein Sprecher der Bundesregierung mit, dass man die Pläne der Europäischen Kommission zur Marktöffnung auch weiterhin richtig finde. Man nehme aber die Bedenken vieler Bürgerinnen und Bürger im Zusammenhang mit möglichen Auswirkungen auf den Wasserbereich sehr ernst. Wir versprechen Ihnen, wir werden das auch in Zukunft sehr genau beobachten.